Ines wurde gekündigt, weil sie ihre Kollegin darüber informiert hat, dass Kürzungen im sozialen Bereich geplant sind. Dagegen wehrt sie sich und hat am Montag ihren ersten Gerichtstermin. Deshalb kommt zur Kundgebung und seid solidarisch mit Ines. Denn Ines ist nicht nur eine Sozialarbeiterin, die sich gegen die Kürzungs- und Aufrüstungspolitik der Regierung stellt, sondern sie ist auch unsere Kommilitonin. Ines studiert an der FU und hat als Werkstudentin keinen Anspruch jetzt auf Arbeitslosengeld, weshalb die Kündigung ihre Lebensgrundlage bedroht. Als Studierende wissen wir genau, wie es ist, wenn Geld für Polizei und für die Aufrüstung der Außengrenzen da ist, aber nicht für Bildung und Soziales. Ines ist GW-Mitglied und steht solidarisch an der Seite der LehrerInnen, die für kleinere Klassen streiken und damit gegen den Personalmangel. Dieser Personalmangel hat total viel damit zu tun, dass an den Unis nicht genügend Plätze geschaffen werden, um genug Lehrkräfte auszubilden. Wir wollen ein Bildungssystem und ein System der sozialen Arbeit, das wirklich nach den Bedürfnissen von den Kindern, von den AdressatInnen und von den Beschäftigten ausgerüstet ist und wo nicht gekürzt wird, um mehr Geld für die Autobahn, für die Polizei und für die Aufrüstung des deutschen Imperialismus zu haben. Deshalb sind wir als Waffen der Kritik am Montag mit auf der Straße und laden euch ein, solidarisch mit Ines zu sein.